Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Icarus hier auf Dunlebär TV. So, da ist ein Puma direkt vor meiner Tür, der Schlingel. Das hat er davon. Zack, nehmen wir direkt aus den guten, haben wir unseren EP-Malus auch schon fast wieder weg. Ja, wir sind ja bei dem Versuch stehen geblieben, das Ganze mit Säulen zu machen. Ich habe da jetzt auch noch nichts weiter gemacht. Ich wollte jetzt nur noch einmal kurz gucken, ob ich hier den Laden noch mal anschmeißen kann, um mein Fleisch noch mal durchzukochen. Dann einmal noch schnell einen Fisch gegessen und einen Schluck getrunken. Und dann gehen wir mal zu dem zweiten Ball darüber. Und ich denke mal, dass wir unterwegs ein paar Fasern noch auftreiben werden. Ganz so viele brauchen wir ja nicht. Dann hauen wir gleich noch ein, zwei Bäumchen um. Und dann sollten wir eigentlich genug Punkte haben oder genug haben, um die Säulen zusammenzuschrauben, die wir brauchen, um diesen Test dann durchlaufen zu lassen. Bin gespannt, ob das funktioniert. Da muss ich da ja auch noch hochkommen. Also ich brauche zusätzlich auch noch Leitern. Schon dran vorbei. Tatsächlich. Okay, also von hier aus quasi hoch. Ja, schade. Fasern hat es jetzt hier keine gegeben. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir hier irgendwo noch welche sehen. Ein so ein Fasernbusch wäre noch schick. Da sind doch welche. Sehr gut. So, guck mal, haben wir 40 Fasern. Das reicht für 10 Säulen. Das sollte gehen. Hacken wir uns jetzt noch ein paar Bäume hier weg. Vielleicht ist der Elefant ja jetzt auch schon ein paar Schritte weiter gelaufen. Aber wie schnell diese Tiere nachspawnen, ne? Guck mal, hier sind wir eben gerade lang gelaufen. Und jetzt haben wir schon wieder ein Wildschwein. Und da hinten ist noch eine Hyäne. Und ein Puma auch noch. Ja, jetzt stehen geblieben. Bisschen näher ran. Jetzt aber. So, ihn, dann ihn hier noch. Eine Pfeile da vorne wieder einsammeln und dann hauen wir so einen Baum um und dann sollten wir eigentlich genug haben. Böden habe ich ja schon. Halt, ich wollte doch meine Pfeile noch einsammeln. Wo sind die denn? Lol, warum kann ich denn hier trinken? Der Elefant ist jetzt weg oder was? Na gut, beschwere ich mich nicht. So, wie viele Säulen dürfen wir denn? Machen wir mal. So, dann lasst uns doch mal schauen, wie wir das hinkriegen. Also von der Stabilität her scheint es tatsächlich zu gehen. Wenn ich da jetzt einfach irgendwo eine Wand dranhänge, sollte auch kein Problem sein. Und wir müssen auch auf jeden Fall in die Richtung. Aber das können wir alles machen, wenn wir oben sind. So, dann wäre jetzt noch die zweite Frage, Thema Leiter. Darf ich da offensichtlich nicht dranhängen? Muss ich also von unten nach oben. Also brauchen wir noch mal 6 Fasern. Warum habe ich so viele Dinger gebaut? Na, ist egal. Laufen wir noch mal ein paar Meter in die Richtung. Irgendwo wird hier schon was auftauchen.
Da bestimmt. So, drei Leitern. Schauen wir mal, ob wir uns da was zurechtschummeln können. So, und zwar würde ich jetzt als erstes nochmal versuchen, den Boden etwas niedriger zu setzen. Ich will nämlich nicht ganz ausschließen, dass ich die Leiter da doch irgendwie dran kriege. Ups. Die muss man noch da irgendwie. Ach, guck mal. Zu weit weg, okay. Aber unten drunter muss doch auch gehen. Okay, pass auf, da machen wir es anders. Was ist denn ein Schamal? Oh nein, das heißt, meine ganzen Strukturen werden gleich kaputt gehen. Das ist ja doof. Warum snappst du da nicht ordentlich ran? Okay. Keine Lust, dass mir jetzt meine ganzen Strukturen hier gleich kaputt gehen. So. Heben wir mal alles wieder auf. Perfekt. So, und dann gehen wir mal einmal schnell in unsere Hütte hier rein. Für den Hammer fehlen mir natürlich jetzt wieder Fasern. Schauen wir mal, ob die Hütte das hier aushält. Ansonsten reiße ich sie ab und baue sie drüben in die Höhle. Das wäre ja auch noch eine Idee. Da ist sie zumindest vor dem Sturm dann geschützt. Ja, das kann da eigentlich drin bleiben. Im Moment sieht es so aus, als würde die Hütte standhalten. Gut. Wir setzen den Sturm hier jetzt einfach mal aus. Ich hole euch gleich wieder dazu. Entweder wenn mir die Hütte über dem Kopf zusammenfällt oder wenn der Sturm vorbei ist. Also bis gleich. So, der Sturm ist jetzt so gut wie vorbei. Ich habe die Butze schon mal abgerissen. Die vordere Wand, die hat Schaden bekommen. Wir müssen einmal kurz beim Oxy anhalten. So, und dann ist das nächste Problem, dass mir meine Matratze kaputt gegangen ist aufgrund des Sturms. Ist jetzt kein Weltuntergang, aber schön ist auch nicht. Ah, okay, hat er mir direkt schon reingeladen. Sehr gut. So, wir versuchen jetzt einmal, das mit dem Hochbauen hier nochmal hinzubekommen. Und nächstes Mal, wenn wir Fasern besorgen, hole ich mir noch einen Reparaturhammer dazu, so dass ich da dann die Möglichkeit habe, diese Dinge von innen dann wieder auseinanderzubauen. So, also. Jetzt.
Ja, das sieht auch ganz gut aus. Okay, genügt erstmal. Dann einmal den Boden. So. Und die Leiter dazu. Soweit, so gut. Und willst du mich jetzt veräppeln? Soll denn der Quatsch? Komm mal hier. Hier direkt vor mir, bitte. Er macht's nicht. Ei, der Daus. Das ist doch Kacke. So wollte ich das haben. So, und dann kann ich hier einmal hoch. Und da noch mal ein paar Säulen draufsetzen. Mal gucken, ob die, die wir haben, jetzt ausreichen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das könnte schon genügen. Okay. Gut, also einfach in die Höhe bauen, so Minecraft-Style, ist hier offensichtlich nicht möglich. Da fällt mir alles auf den Kopf. Und es reicht auch nicht von der Höhe her, ne? Oh, Bull. Oh Mann, ich bringe mich gleich noch selber um hier. Da müsste ich eine Schiene bauen können. Sechs Seile. Ich habe echt keinen Plan, wie wir das lösen sollen. Wie soll ich denn da noch mehr Stabilität reinkriegen? Das geht ja überhaupt gar nicht. Ich wüsste zumindest nicht wie. Ich wüsste nicht wie. Vielleicht so. Komme ich auch nicht mal ran. Fällt mir gleich vom Kopf, das Ding. Ich meine, das ist ja alles schön. Alles schön animiert und so, aber. Wie mache ich das? Ich habe null Ideen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Von da eventuell. Dass ich mir dann hier quasi einfach so einen Steg rüber baue, ne? Naja gut, ist jetzt auch erstmal nur Verschwendung von Ressourcen, wenn ich da jetzt weiter drum rumeiere. Ich würde die hier noch mitnehmen. Ah, okay, also aus dem Flug heraus an die Leiter ran, das geht schon mal. Dann hätte ich die ganz gerne wieder mitgenommen. Was nicht geht, solange ich an ihr hochklettere. Ach, das ist ja auch mies. Flup.
Okay, also das mit den Leitern ist auch irgendwie noch komisch. Keine Ahnung. Warum darf ich? Doch, jetzt geht's. Offensichtlich muss ich da echt einmal rumlaufen. Er geht immer wieder runter. Immer wieder. Noch eine andere Idee. Irgendwie muss das doch machbar sein, dass ich hier diese Dinger hochklettern kann. Das geht doch überhaupt nicht so. Das ist zu weit weg, aber wir versuchen es trotzdem mal. Das hat geklappt. So, und dann müsste ich mich doch so da hocharbeiten können. So. Dann die nächste. Weil hier komme ich vielleicht auch so hoch. So, nächste Ebene. Stück für Stück. Müssen wir es eben so machen? Nein, jetzt ist das Ding weg. Glaube, der Puma hat mich entdeckt. So, tja, das jetzt nachher wirklich die super Lösung ist, keine Ahnung. Aber wir probieren das jetzt. Ich glaube, das geht nicht. Nee, so nicht. Also hoch komme ich mit der Leiter nicht. Da müsste ich ganz hoch. Ich glaube nicht, dass meine drei Dinger, die ich hier habe, dafür reichen würden. Das wird wehtun. Aber warte mal. Da gebe ich jetzt noch nicht auf. Das hat geklappt. Das hat auch geklappt. Jetzt komme ich nur an meine Leiter nicht mehr ran.
Ach Mist, wenn ich jetzt wenigstens an meine Leiter nochmal rankäme, aber warte mal, das kann ich doch bestimmt auch irgendwie so machen. Nein, das war nicht gut. Ja, das wird nicht hinhauen. Doch. So, und jetzt kann ich zumindest die erste Leiter schon mal mitnehmen und ich glaube, das könnte schon reichen, um mich hier vorne vernünftig nochmal hochzuarbeiten. Wissen auf jeden Fall schon mal, was uns da oben erwartet. Viel zu weit weg. Aber es hat geklappt. So, und das ist auf jeden Fall schon zu hoch. Aber von hier aus darüber bauen, denke ich mal, ist leichter, als die ganze Zeit von unten versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Guck, ich kümmere mich mal einmal um den Burschen da. Passt. Ist halt auch die Frage, ich kann mich nicht weit genug darüber bauen. Das wird auch nicht funktionieren. Jetzt müsste ich den ganzen Weg über mit Säulen abstützen und so weiter. Das funktioniert auch nicht. Wie soll das gehen? Ich habe echt überhaupt keinen Plan. Meine, jetzt habe ich mich hier schon hochgekämpft. Guck mal gerade, ob es hier irgendwo eine Option gibt, dass ich da hochkomme. Aber sieht es auch nicht nach aus. Muss ich wahrscheinlich hier ganz hinten irgendwo rum. Also auf der Seite auf keinen Fall, wenn dann hier irgendwo noch. Aber das sieht auch wie eine Sackgasse aus. Tja. Wenn ich es einfach hier hinstelle. Ne, muss ich an der Stelle benutzen, wo es angezeigt ist. Transmit Geodata, Deploy Survey from the Attitude. Das, wenn das nicht so übelst hoch wäre, ne? Cool, das geht auch. Das war nicht so gut. Ich glaube, ich habe die untere Leiter noch. Aber so geht's auch. So. Gut, gehen wir mal wieder runter. Tja, ich weiß es nicht, Leute. Ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute. Vielleicht haben wir ja Glück und ihr habt eine Idee mal in die Kommis reingeschrieben, aus der ersten Folge noch. Ich beende die Aufnahmesession jetzt an der Stelle erstmal. Ja, muss ich jetzt auch erst gucken. Also ich habe echt keinen Plan, wie ich das hier machen soll. Wobei, was wir vielleicht noch schnell zusammen machen könnten, wäre einmal nochmal schnell ein paar Fasern da hinten besorgen, dass ich mir mein Häuschen in die Höhle da reinbaue. Schluck trinken wäre noch ganz gut. Wo warst du denn nochmal? Hier. So, also quasi hierhin. Ja, dass du da bist, finde ich jetzt nicht so cool, weil der zerschießt mir dann nachher wieder alles. Aber vom Grundprinzip her sollte das eigentlich funktionieren. Thank you.
So, haben wir erstmal zu die Butze. Stellen wir uns hier noch ein Feuerchen hin und dann muss ich mir gleich noch eine neue Matratze bauen. Ja, also schön ist das Gebiet hier definitiv nicht. Stellen wir es erstmal hier hin und was fehlt jetzt für die Matte? Wahrscheinlich Fasern, ne? Es sind immer Fasern. Stöcker und Fasern. Gehen wir mal hier noch mal ein paar Meter. Könnte mir vorstellen, dass hier, da, guck mal, da gibt es noch ganz viel. So, Bett. Reparaturhammer. Haben wir da schon mal was? So, Deckel drauf. Bett passt auch. Und noch eine Tür bräuchte ich. Brauchen wir schon wieder Fasern für. Aber gut, die kann ich ja noch besorgen. Noch ist ja nicht, wobei es wird gleich dunkel. Komm, wir laufen noch mal. Brauche noch mal ein paar Fasern sonst. Und noch eins. Alter, wollt ihr mich verarschen? So, noch eine Strohtür dazu. So, und damit sollten wir die Butze dann zumindest schon mal dicht haben. Haben wir zwar immer noch das Problem, dass uns die Würmer hier drin auf die Nerven gehen, aber ich habe ja hier noch eine separate Wand. Kann ich die einfach irgendwo hinstellen? Mache ich so. Komme ich da zwar nicht durch, aber ist egal. Okay, sieht gut aus. Genießen wir einfach die Ruhe, die wir gerade haben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wann ich hier jetzt weiter produziere. Also haut es mir auf jeden Fall in die Kommis, wenn ihr eine Idee habt, wie man das hier lösen kann. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns hier morgen wiedersehen. Hoffentlich entweder zum Abschluss oder zumindest schon mal zur Lösung des ganzen Problems hier. Also macht's gut. Tschüss.